Hi und herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Im heutigen Video passend natürlich zur Oktoberzeit bzw. zu Halloween ein weiteres Horrorgame Between the Walls, also zwischen den Wänden heißt das. Ist ein kurzes Psycho-Horror-Game. Link von diesem Spiel ist in der Infobox. Ich würde sagen, wir klicken auf Play und gehen direkt los. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute, auf was hier halt auf uns zukommt. Wir müssen halt ganz genau, wir sind in einer Oha. Oh. Wir haben es mal ausgemacht, das Radio, es war sehr, sehr laut. Ja, wir sind in einer neuen Wohnung angekommen, wir sind umgezogen, das ist unsere neue Wohnung. So wie ich es jetzt schon lesen konnte, beziehungsweise ja annehmen konnte. Hier haben wir einen PC mit noch Windows 7 drauf, okay. E to read the letter. Hello son, your father and I are pretty furious about the way you left us with your previous apartment. Ja, okay, das hat denen nicht so gefallen, wie wir sie verlassen haben mit unserem neuen Apartment jetzt. Also, das ist... Unsere Eltern sind das, Mama und Papa. You disappeared so fast. What happened? Are you still having your hallucinations? Okay. Also, we couldn't join you by phone, so your father suggests I wrote you a letter. Okay, sie konnten mich nicht per Telefon erreichen. Deswegen hat der Vater beschlossen, einen Brief zu schreiben. I know you and I know you're fine. But God, why are you always so theatrical? You should have warned us, you know, we had to find your address ourselves. Now, please contact us as soon as possible. We will not run after you. P.S. And by the way, why are there still so much cardboard boxes in the old apartment? The place is filled with these. Okay, das ist ein Foto. Kann ich das weglegen? Perfekt. Ja, also unsere Eltern haben gefällt das nicht so. Wir sollen sie so schnell wie möglich erreichen. Weiß ich nicht, ob wir das überhaupt machen können. Nee, wir wollen den Zettel nicht nochmal lesen. Hier ist unser Bett. Oh, warte mal. Hier können wir rein. Hier ist das Badezimmer. Perfekter Spiegel, Digga. Leute, was ist das für ein Spiegel? Ein Scheißhaus? Kann man da auch spülen? Nein, kann man nicht. Haben wir eine Dusche? Ja, haben wir. Perfekten Bett. Kartons. Ein Regal. Können wir da was öffnen? Können wir die Kartons öffnen? Ah, wäre geil gewesen. Radio. Können wir auch nicht mehr anmachen. So, können wir Licht an- und ausmachen? Nee, okay, wir können auch zoomen. Perfekten Herd. Ja, und die Küche, Schränke können wir nicht aufmachen. Kühlschrank kann man auch nicht aufmachen. Das heißt, wir gehen an die nächste Tür. Oder geht's hier schon raus? Ah ja, hier geht's schon raus. Hier ist so ein Notfallraum. Nee, das ist kein Notfallraum. Das ist der Fahrstuhl. Können wir auf jeden Fall nicht rein. Gehen wir mal hier lang. Die ist zugeschlossen. Das heißt, jetzt gerade... Oh. Jetzt geht's ins Treppenhaus. Wir gehen erstmal nach oben, Leute. Können wir nicht rein? Finden wir hier überhaupt was? Also ich weiß gar nicht, wir haben hier jetzt nicht solche Zielangaben, was jetzt der nächste Schritt ist. Wir haben jetzt hier wirklich nur, müssen wir einfach erstmal schauen. Wir müssen erstmal gucken, was hier abgeht und dann passiert halt irgendwas. So, das bedeutet, wir werden jetzt mal hier runtergehen. Also hier sind wir ja rausgekommen. Jetzt sind wir hier können wir können also auch kein anderes Stockwerk, okay. Hier liegt, wie ihr seht, ein Radio liegt hier. Ich weiß nicht, warum das auf dem im Flur liegt. Und Rezeption. RC heißt bestimmt Rezeption. Und die... Hier können wir jetzt rein. Bin gespannt, was du jetzt... Such an exhausting day. Time to go home. Ja. Ach lol. Okay, da passiert nichts. Wir gehen weiter runter. Hier flackert das Licht auf jeden Fall. Die minus 1 ist bestimmt so Tiefgarage. Okay, also. Hier haben wir nichts erlebt. Außer, dass wir hier... Ich denke, das ist die Rezeption. Aber... Da konnten wir jetzt auch nichts machen. Hier können wir, wie gesagt, auch nicht rein. Das heißt, wir gehen wieder aus diesem Treppenhaus mal raus. Warte. Hä? Das ist natürlich creepy, dass die Räume zu sind. Entweder ist das normal. Gucken wir, ob das jetzt aufgeht. Okay. Dann war das unsere Wohnung, ne? Okay. Warte, stand unten. Also was zur? Ich denke vielleicht... Okay, wir können das Licht wieder anmachen. Weil, Leute, ihr müsst wissen, das Licht war aus. And the boxes... Digga, wir waren jetzt nicht da. Unsere Boxen sind weg. Ich habe doch eben noch probiert, die aufzumachen. Unsere ganzen Kartons sind weg. War das Gemälde schon vorher da? Ist das ja... Digga, das sieht ja komisch aus. Egal. Okay. Ah, wir können sogar aus dem Fenster gucken. Nice. Oh, wir sind... Okay. Hier leben auf jeden Fall noch einige andere. Wie ihr das seht. Auf jeden Fall, die Kartons sind weg. Was machen wir jetzt? Aber wir können sogar sprinten. Das ist gut. Wir können sogar ein bisschen mehr Gas geben. Das heißt, der letzte Raum, den wir noch nicht besucht haben, war der hier. Können wir nicht rein? Hä, was sollen wir jetzt machen? Können wir jetzt da rein vielleicht? Hä? Aufzug bringt auch nichts, okay. Wir gehen mal zum Schlafen jetzt. Ich weiß nicht, ob das der nächste Punkt ist, den wir machen müssen.
Okay, wir sind mitten in der Nacht aufgewacht, ihr seht. Wir sind in unserer Wohnung. Mitten in der Nacht, okay. Hier ist Musik, ich höre ein Atmen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Man hat hier eben ein Atmen hören können. Hier ist der PC. Oh Gott. What is that? Ich sehe nichts. It seems like there's something behind it. Oh ja. Was ist da? Wollen wir mal gucken gehen oder was? Digga, was ist das? Wir kommen nicht raus, ey. Hier sieht alles ein bisschen buggy aus, oder? Alles so durchsichtig. Keine Ahnung. Alter. Digga, was ist das denn? Ich glaube, wir gehen weiter schlafen. Geht das? Wir gehen weiter schlafen, weil das tue ich mir jetzt nicht an. Perfekt, Leute. Vielleicht war es auch nur ein Albtraum. War auf jeden Fall sehr, sehr creepy, das Vieh. Sage ich euch ganz ehrlich. Können wir jetzt eine andere Tür rein? Nein. Komm jetzt aber hier, oder? Nein. Hier war nichts mehr. Ich glaube, hier ist es jetzt auch nicht mehr das Ziel zu schauen. Nee. Auf jeden Fall war der, ihr habt es ja gesehen, da war ein ganz, ganz creepy Vieh oder was da auch immer war. I bet it's following me. I bet this thing followed me. Ah, du denkst, dass es mich verfolgt? Ich bin mal gespannt, worauf das hinausläuft, ne? Hier werden wir gleich gucken. Hier unten können wir noch jetzt hier in die Etage. Ne, vielleicht sehen wir es ja jetzt, oder? Vielleicht sehen wir den Knecht ja jetzt. Okay, wir gehen nochmal zur Rezeption. Schauen, was da so abgeht, ob wir da jetzt was Neues freischalten. Jetzt werden wir wieder in der Wohnung gespawnt. Ah, und ihr seht, auch die Kartons sind wieder da. Ich gehe nochmal raus. Okay, ich kann jetzt die Tür aufmachen, da wird es aber dunkel. Hä? Was? Wherever you go, I'll always be there with you. Wo ich auch hingehen mag, er wird immer bei mir sein, das Vieh. Was ein kleines Stück Scheiße, Digga. Was will er eigentlich? Was will das Vieh eigentlich? Ich verstehe es bis jetzt nicht. So ein Stück Scheiße. Können wir hier rein? Nee, okay, die Kartons sind dort. Ich weiß nicht, was? Sollen wir nochmal rausgehen? Passiert jetzt nochmal was? Wie geil. Ah! Meine Fresse, Digga. Deine Füße sehen ja aus wie Babyfüße, du Knecht, Alter. Er hat ein Auge im Herz, okay. Sehr, sehr creepy. Sehr, sehr creepy bist du. Was willst du machen? Ich zieh los. Tschüss, Digga. Was will er? Oh nein. Irgendwann spawnt er vor mich. Okay. Aufwachanimation. Hab ich's nur geträumt, oder was? Oh, ich hör's. Oh. Oh, nee. Digga, was? Das kannst du dir nicht ausdenken. Das war so vorhersehbar. Leicht erschrocken habe ich mich. Das war's. Das war's, meine Freunde. Ein kurzes, aber knackiges Horror-Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Link von diesem Horror-Game ist natürlich in der Infobox. Mich würde es freuen, würdet ihr bei mir eine positive Bewertung da lassen. Das war's. Haut rein, euer Schmerle und ciao.